Wie ist dein vollständiger Name? Kilian Christoph Meyer, aber Kilian langt. Welches Buch liest du zurzeit? Warum Demokratien sterben. Super interessant, beschreibt so ein bisschen den Verlauf in Amerika, in der Demokratie und auch in Europa. Und gibt auch Lösungen, aber beim Lösungskapitel bin ich noch nicht. Warum kandidierst du für den Landtag? Ich kandidiere für den Landtag, weil ich in Bayern eine Veränderung haben will, weil ich eine Vorstellung von einem Land habe, in dem wir alle profitieren, in dem alle gerecht und gleich leben und in dem alle dieselben Chancen haben. Und aktuell sehe ich das persönlich nicht und ich darf mir wünschen, dass wenn ich im Landtag sitze, ich das verändern kann. Wie bist du zur SPD gekommen? Ich war davor lang als Oberministrant und in der Landjugend tätig und wollte dann aber auch politisch aktiv werden. Und die Werte, die man in der Kirche hat, also Nächstenliebe und Gemeinschaft und Solidarität, haben sich am meisten in der SPD wiedergespiegelt und dann bin ich in die SPD eingetreten und bei den Jusos aktiv worden. Was hat es mit deinem Wahlspruch Bock auf Neues auf sich? Ja, ich habe Bock auf neue Politik. Der Spruch an sich ist natürlich ein bisschen provokant, aber ich glaube, er sagt ganz viel darüber aus, wie ich mir Politik vorstelle, und zwar in einem neuen Stil, in einem neuen Themengebiet. Zum Beispiel habe ich Bock auf mehr Digitalisierung, ich habe Bock auf bessere Bildung und kostenlose Bildung. Ich habe Bock darauf, dass man sich in Zukunft wieder Wohnungen leisten kann, weil der Staat einfach die Wohnungen erbaut und mitfinanziert.